Die Damen und Herren an Alfred vom FCD Verding 03. Et freut mich hier bei unserer Emission D Verding 03 TV kennen zu begrüßen. Ich denke, am Damenfußball und die uns hier neue Uniformen präsentieren. Überraschung gelungen, wo als Medischer während dem Teamshoot den unterschriebenen Trikot von den Damen vom PSG überreicht wurde. An unserer Seite Publicität präsentiert die Immobilie B von Esch hier neue Objekte. We'll be right back.
kei auch drei Spieler rausgepickt von der richtigen Equipe und haben ein kleines Interview mit ihnen gemacht. Und die drei sind dann den Gianni Medina, den Edin Osmanovic und den Kevin Danzigo. Wie ich auf den DVD gekommen bin, als ich ja halt früher Zweitbrück gespielt habe, fand, dass es Zeit wäre, etwas Neues auszuprobieren, wirklich, dass ich neue Ambitionen hatte, neue Ziele erreichen wollte, die ich fand, dass ich heute zu DVD gefragt bin. Und auch durch die Europäische Spiele wollte ich mal die Europäische mal ausprobieren. Und voilà, sind und halt die Entscheidung holen, sind wir ganz zufrieden damit. Auf den Job ging ziemlich gut. Ich kann mich gar nicht beschweren. Von den nächsten Tagen hatte ich mehr Kontakt mit den Jugendlichen, die ich schon kannte, von einem Verein oder von der Nationalequipe. Aber für eine Mesure mit den Wochen, tipptopp. Alle Kameraden sind top Personen, alle witzig, eine super Ambiance. Können sich manchmal nicht besser vorstellen. Die Saison mit einem kleinen chaotischen Start, drei Defetten. Aber nachdem es als alles an drei kam und angefangen als Match zu gewinnen, können sich nicht beschweren, wie man als Arbeit, wie man das, was den Trainer freut. Wir spielen nicht da ist mir Spaß, wir gehen aus dem Terrain. Und ich fand, dass wir von all den Arbeit, die wir machen, gerade belohnt gehen. Wir stehen noch bei einem dritten Platz, es ist solid. Und ich meine nicht, dass wir hier abhalten werden und hoffen mal, dass wir weit kommen. Meine persönlichen Ambitionen zum Club sind die, dass ich halt für den Champions-Titel will spielen. Dafür sind schon einer gekommen. Das war der Schwelle, dass mal den Champions-Titel zu gewinnen, Champion zu gehen und auch die Coupe zu gewinnen. Am besten die zwei. Wenn nicht die zwei, dann ob man es eh von denen. Und meine persönlichen Ambitionen sind auch noch, dass ich so viel mehr Spielzeit kriegen und einfach Spaß im Club. Aber mit der Nationalequipe ist es immer glücklich dabei zu sein. Das ist halt eine kleine Aufwisselung von dem Verding. Du hast mal einen Kameraden dabei, von einem Verein, wo du schon lange noch nicht gesehen hast. Wir sind halt von den Trainingen, wenn du während der anderthalb Wochen da schon mal ein bisschen mehr Trainingen wie sonst halt zu dem Verding. Aber so ist nicht zu beschweren, einfach mal glücklich dabei zu sein. Ja, ich bin zum FCD von dem gekommen, nachdem sich eine kleine Nachricht vom Trainer Paolo Amodio kommt. Und da sind uns schon lange gezeigt, dass sie vom FCZL Eitelbrück gekommen. Und ja, da tut es so gehen. Ja, es ist richtig gut abgeholt. Die Atmosphäre war direkt von Anfang an gut. Wir sind direkt allein gehen, aber auch weil ich ein paar Leute schon kannte und dafür war es kein Problem, einer zu wechseln. Das ist kein Unterschied. Ich drehe also beim Niveau, auch von der Atmosphäre hier, läuft alles tiptop. Meine persönlichen Ambitionen sind natürlich Champion zu gehen. Wir sind noch im guten Weg, wir sind nur einen dritten Platz. Und hauptsächlich habe ich es mit dem Verein zu gewinnen, ob es Kuba oder das Championat. Hab's gewonnen. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Wir sind dritten im Moment. Läuft alles perfekt, für um europäisch zu spielen. Und ja, je nach die großen Kaliber 4 und 1, mir sonst läuft alles gut. Aber wie gesagt, meine persönlichen Missionen sind, dass ich zum Stammspieler gehe, dass ich mit dem Verein gewonnen habe. Und ja, evaluieren halt mit dem Verein. Immer für so Stagen auf der WLF gerufen, da gehen wir heute liberiert vom Training. Gehen wir auf der WLF, spielen halt die Matcher und dann gehen wir zurück. Also sind wir heute nicht im Training, da bleiben wir ganz auf der WLF. Und ja, sind für die Matcher halt nicht da. Ich kann ihn vergleichen, vielleicht ist es physisch nicht so mehr taktisch, ist aber schon auf dem selben war nicht besser. Also ja, ich möchte keine Rückschritte. Ganz einfach, das war der erste Kontakt war 2016. Da habe ich persönlich vom Präsidenten kontaktiert. Da war die erste Kontaktaufnahme. Da war ich aber zu Kärsching, just an die Equipe geholt. Und da war es für mich persönlich zu frei, für schon zu wechseln.
Und dann war es ja, 2-3 Jahre drauf, dort den Paolo Amodio mich persönlich angerufen. Haben wir von seinem Projekt gezählt, dass neben Juncker will, ob die für den holen, und das interessiert das. Und voilà, ich war natürlich auch heiß interessiert, an eine Division drüber zu gehen. Und voilà, so sind ich auf die für den gekommen. Aber ich sie ganz gut abgeholt gehen. Direkt am Anfang, wo ich schon gekommen bin, habe ich da schon 2-3 Stück gekannt, wo auch bei mir in der Nationalequipe spielen eben. Einer andere macht den Edin Osmanovic. Und voilà, so sind ich ganz gut abgeholt gehen. Direkt war und ich mich wohl gefühlt. Und ja. Aber Cäsar gesehen, ich spiele ganz gut. Ich möchte auch an der Tabelle nicht schlecht. Ich gebe so einen dritten Platz, das spiele ich auch verdient. Und voilà, wenn wir so weitermachen. Es sieht gut aus für nächstes Jahr europäisch, aber man muss nur gucken, wie es weitergeht, auch mit dem Coronavirus. Aber für den Rest gesehen ist eine Chance, für das wir europäisch spielen, dann hat die erste Feier kommen, oder die erste drei besser gesagt, ganz gut. Also persönliche Ambitionen gebe ich nur so einmal für diese Saison natürlich, dass wir europäisch gehen. Aber voilà, für mich persönlich natürlich wäre ein mega Champion zu geben für Lützeburg, auch ein Coupe zu gewinnen. Aber voilà, für den Rest, ja. Einfach alles, um den Verein zu gewinnen und eine gute Saison, eine gute Leistung zu bringen. Mit der Nationalequipe funktioniert das ganz gut. Immer wenn neben Ländermatchpause ist, gehen wir 2-3 Tage darauf angezogen, dann gehen wir in den Notteil. Und voilà, das wird ein bisschen intensiv, dass der Ball all Tag zweimal Training ist. Aber von der Rest, von der Qualität hier auf den Trainingen, ist es aber ziemlich eng. Also ich muss nicht sagen, dass das Niveau rauf geht oder das Niveau so weit rauf geht, wenn ich nur in die Nationalequipe gehe. Mir war das ein guter Rhythmus, bleibt gut dran. Vielleicht ist es der Vierteil zu denen, die nicht an die Nationalequipe gerufen gehen, weil die eben die 2 Wochen noch kein Match haben, dann durch Freundschaftsmatcher. Also ich muss viel teilen, muss dranbleiben. Und voilà, für den Rest ist das aber eine gute Sache, mit der Nationalequipe vorzugehen. Zum Schluss mir reist mit Davide Chalamandrie, der Kapitän vom Futsal in der Halle. Der FCD-Verding spielt seit 2014 hier am Lützburger Championat. Das war die erste Saison offiziell von der IWLF. Wir spielen in der ersten Klasse. Aber der Futsal hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, durch die vielen ausländischen Spieler und Trainer, die gekommen sind. Wenn man den Unterschied guckt, was der erste Saison hat, also wirklich, sind wir wirklich schon auf einem guten Niveau. Natürlich, europäisch gesehen, sind wir noch weit weg von den größten Championaten. Und wir sind auf einer positiven Entwicklung. Ja, sicher. Also, das Jahr im Kader, außer ich, haben wir nicht mehr internationale Spieler. Die meisten noch erste Liga Portugal gespielt, erste Liga in Italien, noch erste Liga in Tschechien. Und dafür ist das Niveau auch schon ein bisschen mehr höher gehen. Ja, genau. Nächsten Monat spielen wir auch für die dritte Champions League. Das ist die Qualifikation für die UEFA Futsal Champions League. Ja, das erste Erlebnis, das war wunderbar. Das war, da sind wir in Island gegangen. Da waren wir auch die erste Lützburgische Equipe, die die Champions League Qualifikation gespielt hat. Das war eine super Erfahrung. Natürlich sind wir nicht weitergekommen, weil man noch nicht das Niveau hat, wo wir dieses Jahr haben. Das zweite Jahr wird noch mehr fort, weil da waren wir sind hoffentlich die erste Equipe in der Geschichte, die die UEFA Futsal Champions League Qualifikation hier im Land organisiert haben. Du hast doch nicht durchgegangen, für sich zu qualifizieren. Aber das Jahr mehr ich Ambitionen mit natürlich mit einem anderen Kader und wollen wir auch das Jahr den Schritt packen an die erste Equipe sind, die sich für ein Tour qualifiziert. Aber wie gesagt, da ist wieso wir recht 3 Matcher gespielt. Nur von der 2 Championatsmatcher und ein Cup-Match, wo wir alle 3 gewonnen haben. Wie da gesagt, war das Jahr durch den Covid-19 gibt es keine 1. und 2. Division mehr. Da sind 2 Poolen von einer Division. Und da haben wir einen Pool erwischt, wo eben nicht alle Favoriten dran sind. Und da muss man uns natürlich für die Playoff qualifizieren. Und dann natürlich haben wir dann da spannende Matches zu spielen am März, wenn die Playoff gehen. Beim Futsal spielen wir zu 5, ein Goalkeeper und 4 Feldspieler. Die Ausflüsselungen, das ist ein fliegender Wechsel. Du wirst halt so viel.
Natürlich muss ich mich oft wechseln, weil das Spiel viel mehr intensiv ist, weil die Distanzen mehr kurz sind. Dann muss ich noch natürlich mich oft wechseln. Am Durchschnitt zwischen alle 4 und 6 Minuten. Der Match dauert 2x20 Minuten, an Zeit geht alles gestoppt, wenn der Ball ausgeht. Mit Verletzungen sind die üblich wie im Terrain, gebe ich so. Viel muskuläre Verletzungen und natürlich auch Verstauchungen, Knie oder Fußgelenk. Und natürlich auch viele Adduktorverletzungen, eben weil der Boden hart ist. Aber wenn man die ganze Woche darauf trainieren, schafft der Körper immens viel. Nein, wir trainieren nicht mehr in der Halle, auch wenn wir die Präparation machen, wir gehen nie rauslaufen. Es geht alles heute gemacht, weil auch der Körper sich muss in, und die Konditionen gewinnen. Mit Regeln, wie am Fußball sind, ein Rückpass auf den Goalkeeper zum Beispiel, hat 4 Sekunden für den Ball weiterzuspielen. Wenn der Ball ausgeht, hat er noch 4 Sekunden für zu spielen. Es geht kein Abseits, das ist manchmal der wichtigste Unterschied. Und dann, ja, den Abwurf wird man Fuß gespielt. Ja, natürlich. Wie am Fußball geht ein Gel und ein Rot. Und die Double Gel geht dann noch Rot. Ronaldinho, Messi und Ronaldo haben an ihrer Kindheit auch Futsal gespielt. Allen drei sind sie der Meinung, Futsal wäre ein wichtiger Baustein für ihre spätere Karriere gewesen. Davide, wie ist deine Meinung zu dieser Asso? Ja, 100% teile ich die Meinung. Ich wäre auch froh, wenn hier im Land die Jugend-Equipe mehr geben an der Halle spielen. Weil natürlich, wie ihr seht, der Raum ist klein. Das heißt, muss ihn schnell spielen, muss ihn technisch ein bisschen begabt gehen oder seine Technik trainieren. Und eben an den Reim, kleinen Reim spielen, auch schnell. Und das ist immer wichtig, wenn er dann auf den großen Terrain geht, dann hat er noch mehr Facilitäten. Dafür fand ich das ein wichtiges Kompliment wäre. So, wir sind im Moment von unserer Mission angekommen. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Kleines Rendezvous für Ende Januar für die nächste Mission. Aber bis dann halte ich alle gesund am Montag. Adi.